Und sind wir auch wieder zurück zu Mein Clone. Ja. Hab grad 50 Tasten, scheiße. Hab grad 50 Tasten mit einmal geklickt. Aber die Anzahl an Sternen hat gestimmt. Von daher dachte ich, vielleicht habe ich es doch durch Zufall genau die richtigen Tasten getroffen gerade. Aber leider nein. Schade. So. TBCraft und Evenux sind immer noch on. JJK ist leider immer noch off. Aber gut. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Also ich würde einfach jede zweite Reihe einfach mal freilassen. Einfach mal ein bisschen um Ressourcen zu sparen, quasi. Aber mehr als eine Reihe würde ich auch ungern freilassen, damit hier keine Viecher spawnen. Oh, das war jetzt dumm. Ja, ich mache das ohne Werkzeug, da geht das Ding zwar droppen, aber verloren. Ist mir jetzt aber gerade egal. Weil die oberste Schicht muss ja Erde sein. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Von daher müssen wir da ein bisschen achten. Was ist hier los? Autsch. Oh, dunkel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall später noch Fackeln. So, andererseits, wenn hier... dann muss es hier doch noch länger werden. Weil ich würde das hier oben gerne so weit zumachen, dass der Berg quasi danach wieder vollständig ist. Wie wir das denn genau hier machen, ist dann natürlich dann noch eine andere Frage. Dann mache ich das Ganze erstmal so, dass es passt. Hier ist wieder dieser grobe Sand, kann das sein? Egal, ich mache trotzdem erstmal normalen Sand hin. So. Denn der Stein muss hier nämlich versteckt werden. Damit, wie gesagt, keiner sieht, dass hier gefuscht wurde. Dass hier Schutt verwendet wird. Das wäre ja Katastrophe. So. Easy. Perfekt. So. Das heißt... Ab hier kann wieder Stein verwendet werden. Hier habe ich richtig gemacht. Sehr schön. Perfekt. So. Dann hier wieder die Erde. Tada. Und niemand wird hier je wieder erahnen, dass hier Fusch am Bau gemacht worden ist. Das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Meine Let's Plays guckt sowieso keiner, von daher. Na, eh, Moment mal. Mache ich das jetzt? Ah, doch, ich mache das hier schon so. Und dann gehe ich hier runter, weil eben hier wird es ja jetzt dann flacher. So, perfekt. So, so, easy. So, perfekt. Das hier kann sogar tatsächlich so bleiben, aber was ich noch machen muss, ist, es muss ja aussehen wie eine tragende Decke, das heißt, hier muss noch Holz hin und hier muss Holz hin. Weil, damit die Holzplatte überhaupt stabil drauf liegt, muss ja breiter sein als der Tunnel selber. Deswegen, wenn der Tunnel 2 breit ist, muss quasi das Holz, das Holzbrett 4 breit sein, damit es hier quasi auf dem und auf dem Block aufliegt. Ne? Physik muss mit an Bord sein. So, hier nochmal verifizieren, dass ich das so hier auch überhaupt richtig gemacht habe. Ja, hier habe ich es richtig gemacht. Sehr schön. Oh, da fehlt auch Sand. Und ich glaube mal, hier sieht es sogar besser aus, wenn ich jetzt hier so abgeschnitten mache. Das sieht wirklich aus, wie hier hört der Ding einfach auf. Gar nicht mal so schlecht. So, jetzt muss ich nur noch das Ding hier ausleuchten. Wie auch immer ich das mache, da bin ich mir gerade noch ein bisschen unsicher. Let's play bitte. Okay. Und was ich mit dem Loch mache, weiß ich auch noch nicht so ganz. Vielleicht kann ich das ja alles miteinander kombinieren, dass ich in das Loch einfach ein paar Fackeln reinmache und das reicht dann schon. Jetzt kommt das Feld garantiert mit rein. Schnell lieber die Tür zu machen. So, Fackeln. Haben wir Fackeln? Haben wir? Nein, haben wir natürlich nicht. Oder? Doch, haben wir dabei. Wow. Das ist ja, nice.
So, mal gucken, ob es reicht, wenn wir jetzt hier ein paar Wackel reinmachen. Also ich würde gerne hier eine reinmachen. Und da eine reinmachen. Ja, das reicht auch schon voll aus. Easy, no problemo. Hier ist noch ein bisschen dunkel, aber zum Glück ist genau hier auch ein Loch. Das heißt, wir können... Ne, das war jetzt ein bisschen scheiße. Gib mir die Fackel her. Gib mir die scheiß... Du Fackeltopf, du. Oh. Perfekt. Das sieht ja echt scheiße aus. Eat my shit. So, und hier... Ja, hier kann das tatsächlich so bleiben. Das muss noch zu. So sieht man, dass der Baum frisch ist und das darf nicht sein. Dann haben wir doch alles. Nicey dicey. Das hier könnte ich sogar noch irgendwie sinnvoll verwenden, fällt mir gerade ein. Haben wir zufällig eine... Ja. Wir haben Hacker dabei. Bam. 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 So. Wassereimer habe ich weggepackt, schade. Kann nämlich hier so Wasser machen und dann läuft es quasi einfach so auf natürliche Art quasi. Mache ich jetzt immer noch ein bisschen länger, damit es natürlicher aussieht. Auf natürliche Art das Wasser raus und das ist dann auch der Grund quasi, also das Wasser, ist dann auch der Grund, warum das hier so brüchig geworden ist und quasi der Stein rausgebrochen ist. Ne? So kann man allem quasi so ein bisschen Story geben. Was zwar kein Mensch auf der Welt interessiert, aber es ist mir scheißegal. Es interessiert auch mich nicht, dass es keinem interessiert. Also von daher... Faktisch shit I'm out. Oh yeah. So. Jetzt darf ich hier nur nicht reinfallen, sonst bin ich am Arsch. Komm, lauf runter, Baby. Lauf runter. Ja, gib's mir, gib's mir. Oh. Mann, sowas hasse ich. Warum ist hier immer. Das ist doch Bullshit. Warum macht mein Klon sowas? Warum ist jetzt. Das war dumm. Ja. Das war dumm. Und es ist immer noch so. Es liegt an der Fackel? Jo, leck mit du am. Okay, komm. Wenn es an der Fackel liegt, dann Problem behoben. Was ist das denn für ein Witz? Warum mag die. Okay, scheint eine sehr seltsame Routine zu sein, die das berechnet, wo was sein muss. Weil ich dachte, diese Routine guckt nur an den Block und auf hier den Block, wenn überhaupt. Wohl der Block interessiert diese Routine eigentlich auch nicht. Egal. Ist. Ne? Wir müssen jetzt hier nicht. So, nächste Frage. Soll der Boden hier unten so bleiben? Oder sagen wir, nein, der Boden. Die Aufnahme geht jetzt 10 Minuten oder geht sie 40 Minuten? Mein Tattoo fühlt schon wieder sowas von Scheiß im Arsch. Ja. Was? Genau. Die Frage ist, lassen wir den Boden einfach so aus Erde? Weil optisch gesehen passt es tatsächlich. Ne? Ist einfach so ein schlecht, also billig angelegter Durchgang quasi, der einfach so privat hier reingeheimert wurde. Ne? Das ist ja auch ein Privatgrundstück, sage ich jetzt mal. Von daher muss jetzt hier nichts Luxuriöses rein. Oder sagen wir, nein, wir gehen aufs Ganze und ziehen hier wirklich einen richtig schönen, weiß nicht, Cobblestone-Weg oder sowas rein. Oder sogar Stonebricks, also diese Pflastersteine. Kannst du einfach mal. Jetzt reicht's mir. Jetzt komm. Tierliebe hin oder her, du musst. Danke. Ruhe, diese Ruhe. Oh. Schön. Okay. Ja, von daher würde ich mal sagen, lassen wir das da erstmal so. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. So, Kakao ist mittlerweile auch wieder relativ fertig. Die Frage ist, wie viel Kakao haben wir noch? Brauchen wir Kakao? Weil Kakao ist leider auch eine Sache, die relativ schnell spammt. Ja, siehst du, wir haben bereits mehr als ein Stack. Weil Kakao wächst halt relativ schnell. Von daher bringt es nicht, den Kakao jedes Mal abzuernten, wenn er fertig ist. Und dann haben wir jetzt so 30 Stacks mit Kakao und gar nicht so viel Weizen. Das bringt ja auch nichts.
So, mit Kartoffeln können wir aber tatsächlich mal ein bisschen backen. Dann können wir daraus nämlich Salat machen. Was Geiles. So, Material. Habe ich auch Brennstoff drin? Ja, Kohle. 12 Kohle nur noch? Wir müssen mal wieder auf eine ja, Mission gehen, auf eine Höhlentour oder so ein Scheiß. Achso, nee, doch, wir haben noch massig. Wir haben noch massig. Okay. Na gut, ein Stack bald ich mal drinne für Fackeln und sowas. Aber hier hat gefälligst Kohle drin zu sein. Ein Ofen ohne Kohle ist wie. Ja, ich weiß nicht. Kohle ohne Ofen. Leck mich doch. Na, war ja wieder klar. Das deckt er natürlich wieder nicht. Hä? Jetzt deckt er es. Willst du mich ruinieren? Wir haben 14 Diamanten. Wow, wo haben wir die ganzen Diamanten her? Na gut, 14 sind jetzt nicht so viel. Das reicht nicht mal für eine Rüstung. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Aber wie, hatten wir schon irgendwo eine Höhle? Ich dachte, wir waren noch gar nicht so höhlentechnisch aktiv. Wobei, andererseits, wir haben 45 Folgen bisher schon. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir schon in so eine oder andere Höhle drin waren. Ich weiß mittlerweile echt gar nicht mehr, was wir in den ganzen Folgen schon alles so gemacht haben, weil erstens sind es mittlerweile viele Folgen und zweitens sind die schon lange her. Und mein Gedächtnis fühlt sich gerade an wie der eines senilen alten Sacks. Ja. Gucken wir mal im Hotel. Weil im Hotel hatten wir, glaube ich, einen Höhleneingang. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ja, doch, okay, stimmt, hier hatten wir ja. Ja. Okay, jetzt wo ich das Ding sehe, fällt es auch wieder ein. Stimmt, ja, das Ding gibt es ja auch. Na, supi-dupi. Ja, siehst du, da unten waren wir richtig auf Nullniveau. Dann haben wir da auch die ganzen Diamanten her. Das macht dann durchaus Sinn. Kisten leer. Sehr schön. Okay, wo führt's hier hin? Also sterben wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, in einem Minenschacht. Na, schau mal, na, guck. Oh. Das ist aber nicht von uns, oder? Nichts protected, kein Name, kein nichts, kein gar nichts. Vor allem hier Lava direkt. Ist das hier als Eingangsfalle oder was jetzt? Also ist das hier manuell? Also wurde das mit Absicht hier gelassen? Weil alles andere wurde hier ersetzt, ne? Ist nur der eine Lava-Tümpellein. Naja, lassen wir mal. Aber wenn hier jemand abgebaut hat, warum hat er denn die ganze Kohle da gelassen? So, wer Kohle nicht braucht, ne? Also ich nehme sie gerne. Nö. Ja gut. Ich sag's mal so, danke dafür. Vor allem, wie ist er hier reingekommen? Hat er unseren Höhleneingang genutzt? Ich meine, ist naheliegend, weil ist halt direkt durch die Höhe, durch das Hotel erreichbar und das Hotel sieht man relativ schnell. Von daher, oh, jetzt durch das Wasser hier unten. Okay, gleich ist das Lava-Problem. Oh. Ja gut. Das war jetzt vielleicht gar nicht so intelligent, wie ich gehofft hatte. Also die Lava ist gleich weg. Die Frage ist, ob auch die Fackeln gleich weg sind. Ob das Wasser so weit reicht. Nein, eher nicht. Okay, na gut. Dann lasse ich das mal genau so. Ich habe nichts getan. Oh Scheiße, ich blicke jetzt hier gar nicht. Hilf. Ach so, okay. Die Fackel klatsche ich einfach mal hier hin, damit diejenigen, die hier, ne, damit man doch noch ein bisschen was sieht.
So, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da, 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 da. Okay. Hä, manche mal. Gibt es zwei Wege? Ach nee, es sind zwei Aufgänge für den gleichen Weg. So rum. Okay, ich habe hier auch gar nicht protected, sehe ich gerade. Protected habe ich erst ab hier. Interessant. Ja gut, dann ist das so. Dann ist das so. Dann kann ich auch niemanden Vorwurf machen. Was ich aber machen kann, ich habe SAP protected. Hier ist noch nicht protected von mir. Das ist ja auch ein bisschen sinnfrei. Hier ist auch nicht protected. Lol. Egal. Eisen. So. Warum bin ich nicht jetzt eigentlich in die Höhle gegangen? Achso, weil ich gucken wollte wegen Diamanten. Wo die herkommen. Ja, also die Höhle hatten wir schon. Ob wir noch eine Höhle hatten, kann mich echt nicht dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das Let's Play damals begonnen hatten. Ach, schön, das Hotellein. Lass mal erstmal die Aussicht genießen hier. Meine schönen Mammutbäume. Vor allem das Schöne ist jetzt, es gibt auf Mind Klon Mammutbäume, die es original gibt. Und auf Mind Test gibt es ja seit der Version 5 auch Mammutbäume. Was ganz geil ist. So, komm, hier geht es nicht weiter. Das ist doch eine Aussicht. Eine Aussicht auf ungeladene Bereiche der Map. Das ist aber sehr nett. In Klammern nicht. Ah, siehst du das da hinten? Aber ich hatte das schon gezeigt gehabt. Da können wir auch mal hingehen. Achso, wow. Ich wollte gerade, warum auch immer, runterspringen da hinten. Aber ich habe gehört, das soll nicht gesund sein. Deswegen gehen wir schön offiziell über den Haupt-Aus- und Eingang. Und dann ist gut. Hier hat nämlich jemand, was ich ganz witzig finde, quasi, ne, ist ja hier das Dorf, was ich vorhin schon gezeigt habe. Und zusammen mit dem Dorf hatte jemand so eine riesige Ausgrabungsstätte gebaut, was wirklich einfach. Guck ich da irgendwie rauf? Komme ich doch zu springen? Okay, doch. Was, wie man sieht, einfach komplett bis nach ganz unten geht. Was ich geil finde. Erstens, weil es optisch natürlich total krank aussieht. Also total, also jetzt krank im positiven Sinne. Sieht halt. Oh. Lol. Es sieht halt witzig aus. Sieht halt cool aus irgendwie. Und zum anderen aber, dass sich hier wirklich jemand Mühe gemacht hat, das gesamte Ding hier auszuhöhlen. Weil es sieht aus wie World Edit. Ich weiß aber nicht. Sondern das hat jemand persönlich, privat gemacht. Und das kann auch kein anderer Moderator gewesen sein, weil der einzige weitere Moderator ist JJK1. Und JJK1 hat keine World-Edit-Rechte. Das heißt, ich bin der Einzige, der World-Edit benutzen kann. Woraus man schließen kann, dass derjenige, der das hier gemacht hat, das Ganze per Hand gemacht hat. Und dafür ist das schon eine echt erstaunliche Kunst. Also ein Stück Arbeit. Aber das Problem ist, ich komme nicht weiter nach unten. Weil hier irgendwie die Treppe aufhört. Ach, da hinten ist noch eine weitere Treppe. Moment mal, ich komme dann. Ah. Okay, die geht etwas weiter. Ja, die geht komplett bis nach unten. Naja, fast. Doch. Tada! Lava! Ja, war das? Lava! Oh! Und von ist gerade geschmolzen, gestorben. Ja. Mal liegt die Lava? Bewegt sich die Lava noch? Oder warum züchtest du jetzt andauernd? Oder ist es einfach atmosphärische Geräusche? Keine Ahnung. So, siehst du, und genauso wie man hier jetzt quasi einfach hochrennen kann,
Genauso kann man quasi auch dann hochrennen, wenn das komplette, komplett, also hier, so eine Stufen wären. Und genau das möchte ich halt machen, dass man hier, zwar genauso wie man jetzt auf dieser Treppe hochrennen kann, auch hier hochrennen kann. Und das geht halt nicht. Weil ich meine, ich kann ja mal ganz kurz zeigen, den Unterschied. Ne? Also ich mache jetzt mal hier wieder dieses Auto-Jumping an. Bam. Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, ich wollte halt so machen, dass halt man, wie gesagt, genauso wie man hier hochgehen kann, auch hier hochgehen kann. Und das kann man halt zwar machen. Ich weiß aber noch nicht, wie man das als Mod realisiert. Also ich habe bisher auch nur zweimal versucht, also auf zwei verschiedenen Wegen hatte ich das bisher versucht. Einmal, indem ich im Nachhinein die Attribute verändere mittels des Kommandos onJoined. Gibt es ja quasi, wenn ein Spieler joint, kann eine Methode aufgerufen werden und über die habe ich versucht, die Attribute zu ändern. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, die Attribute allgemeingültig zu verändern. Das war mein erster Versuch. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das mit onJoined, die Methode wurde zwar aufgerufen, aber mein Test ist dann immer abgeschürzt und hat gesagt, die Attribute gibt es angeblich nicht. Ja, danke dafür. Obwohl ich die genau 1:1 genauso abgeschrieben hatte, wie sie in mein Testgame definiert wird. Also, ja, ich, wie gesagt, muss ich mal gucken. Ja. So. Was machen wir jetzt? Das Ding hier ist fertig soweit. Ging jetzt tatsächlich schneller als gedacht. Dafür, dass es so schnell ging, haben wir uns damit echt viel Zeit gelassen. Zuwachsen tut es langsam auch. Joa, damit wäre jetzt die Frage, was wir als nächstes tun. Alter, unser Haus ist hier um viel so voll viel am Platz. Weißt du, normalerweise baut man alles so schön auf Hügel, da oder da. Und wir bauen uns hier mitten ins Tal rein. Irgendwann. Nee, natürlich nicht. Obwohl doch, ich kann es erzählen, weil ich werde es wahrscheinlich eh nicht machen. Aber irgendwann kam mir einfach mal so die Idee, dass ich mal so als April-Scherz quasi komplett mir den höchsten, tiefsten Punkt suche. Also quasi der hier. Und dann auf diesem Niveau, ne, so wie hier dieser Stein ist, hier alles mit Wasser flute. So dass quasi unser Haus quasi hier komplett halt unter Wasser ist. Und dann supported bei, ja, bei einem starken Regenfall hat sich die gesamte Grube hier mit Wasser gefüllt. Obwohl unser Haus natürlich idealerweise in der Grube drinne steht, ist das Haus überflutet. Danke dafür. Ja. Habe ich, wie gesagt, bis heute noch nicht gemacht. Werde ich wahrscheinlich auch nie machen, aber die Idee kam mir halt mal. Und das ist auch genau der Grund, weswegen man sowas im Echten definitiv niemals machen würde. Ja. Wo kommt der Baum hierher? Warum ist hier ein Baum? Warum wächst hier random einfach ein Baum in der Savanne? Hier wachsen keine Bäume. Hier haben keine Bäume zu wachsen. Also zumindest nicht solche Bäume. Solche Bäume, ja. Solche Bäume hinten? Ja. Aber solche Bäume? Nein. Also kommst du weg. Tschüss. Habe ich eine Axt dabei? Ja, klar habe ich eine Axt. Nein, habe ich nicht. So, wieder meine Schleichtaste drücken. Und dann zusehen, wie der Baum automatisch gehackt wird. Weg. So. Sehr schön. Okay, siehste, wir müssen auch mal irgendwie. Ich hab's vor, das mit dem. Ist ja so, wir haben ja einmal jetzt hier mein Klon-Let's Play. Dann haben wir noch den Vanilla-Server-Let's Play. Wo wir auch einigermaßen was Sinnvolles tun, in Anführungszeichen. Dann noch den Itawheel-Server-Let's Play, wo wir jetzt die Wohnung gebaut haben. Und dann haben wir ja noch den Carpet-Server. Und bei dem Let's Play weiß ich nicht wirklich, was ich da so machen soll. Da gehen mir so ein bisschen die Ideen aus. Und deswegen hatte ich ja damals im Vanilla-Let's Play mal angekündigt, dass wir irgendwann mal uns irgendeinen Server schnappen und mal versuchen, hier alle Achievements, oder zumindest die sinnvoll erreichbar sind, zu ergattern. Und da habe ich mir halt überlegt, genau das jetzt mal irgendwann, denn wenn wir mal wieder, also wenn der Carpet-Server mal wieder drankommt, das Let's Play von dem Server dafür zu benutzen, mal so ein paar Achievements abzuarbeiten quasi. Aber finde ich halt ganz neckig, kann man mal machen.
Und wie gesagt, bei dem Carpathian-Server, da fällt mir sowieso nichts anderes Sinnvolles ein, weil die einzige Tätigkeit, die wir da derzeit machen können, ist halt der Tunnelgraben. Das ist zwar in Mindtest schön und gut, dafür ist ja Mindtest da, aber das ist halt für ein Let's Play relativ uninteressant, sag ich jetzt mal. Und das ist aber halt derzeit das Einzige, was wir da irgendwie machen können. Und bevor wir da jetzt 40 Folgen hintereinander einfach nur die ganze Zeit Tunnel graben, dachte ich mir, wäre das halt eine geile Sache, die man machen könnte. Jo. Steht also quasi auf meiner To-Do-Liste. Die dafür da ist, dass ich sie eh nie abarbeite. Aber es ist zumindest schön, dass es diese To-Do-Liste gibt. So viel zu dem Thema. So, Sapling kommt da mit rein. Das kann eigentlich auch damit rein. Ja. Ne, die Kohle schmeiße ich direkt unten in den Ofen. Ein Stack hier oben reicht. Dann kommt das Holz in die Holzkiste. Oh. So, Stein kommt in die Steinkiste. Achso, nee, Stein kommen wir nach oben. So, haben wir noch was, was nach oben muss? Diorite. Nee. Cleanstone. Cleanstone? Wo haben wir denn Cleanstone her? Hatten wir das bereits im Inventar, als wir angefangen haben? Ich wollte wohin damit jetzt? Cleanstone? Hä? Was mache ich damit? Easy Rinder. So, dann haben wir noch ein bisschen Leder. Haben wir schon Leder drinne? Ja, doch, haben wir da oben. Ja, die wollte ich ja eigentlich backen. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Whatever. Du kommst nach da, du kommst nach da. Beziehungsweise, genau, du kommst auch noch mit da runter. So. Ja, aber her damit. Ja, wir haben echt keine Axt. Na, das ist wow. Müssen wir uns mal wieder bei Zeit eine Axt holen, wobei Holz haben wir eigentlich und eine Axt brauchen wir eigentlich nur für größere Holzfarming-Aktionen und da steht jetzt, wie gesagt, keine an, weil wir haben Holz. Von daher leben wir auch gut ohne Axt. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich mal kurz hier Feierabend. Das war's dann mit dieser Woche für mein Klon und ja, ich weiß, dass noch eine Aufnahme kommt. Aber die nächste Aufnahme, das wird eine kleine Special-Aufnahme, nicht wegen Mindklon, also da spielen wir keinen Mindklon, sondern da besuchen wir mal einen komplett neuen Server, der auch nicht mir gehört, sondern jemand anderem. Seht ihr dann in der nächsten Folge, die ja dann heute noch ankommt. Also für euch. Ich nehme das gleich auf. Schau mal drauf.